Moin von der Insel und herzlich willkommen hier auf Gran Canaria, die Insel des ewigen Frühlings hier mitten im Atlantik. Heute gibt es ein Video mit einem einzigen Thema und dieses Thema hat insgesamt 4 Buchstaben. Aldi ist das Thema. Wir hatten ja schon mal über Aldi berichtet in 2 oder sogar 3 Videos, ich weiß es gar nicht mehr genau. Heute geht es mal um das Thema die Eröffnung von Aldi hier in Maspalomas steht ja kurz bevor. Was hat Aldi sich eigentlich ausgedacht, hier auf den Kanarischen Inseln möglicherweise Marktanteile abzuschöpfen? Unser Außenreporter Stefan Bold ist direkt vor Ort an der neuen Aldi-Filiale, die noch zurzeit eine Baustelle ist. Hallo Stefan! Ja, hallo Stefan, grüße dich! Ja, Stefan, mit eurem YouTube-Kanal habt ihr ja im Juli 2022 die Eröffnung der ersten Filiale hier auf Gran Canaria in Millenara begleitet. Ihr wart mit eurer Kamera dabei. Was ist denn mittlerweile aus der Geschichte Aldi geworden? Flop oder Erfolgsgeschichte? Ja, das ist nicht ganz so einfach zu beantworten. Als Aldi das Logistiklager in Arrinaga gebaut hat, vor 2, 3 Jahren, ich kann es gar nicht mehr ganz genau sagen. Da hat man aufgrund der Größe des Bauvorhabens schon erahnen können, dass es sich nicht um ein Logistiklager für nur 1 bis 2 Filialen handelt. Die Größe dieses Logistiklagers von Aldi ist durchaus vergleichbar, wenn nicht sogar von der Größe her identisch wie das von Lidl. Und Lidl hat hier auf der Insel insgesamt 8 Filialen. Kurz nachdem dieses Lager dann in Arrinaga eröffnet wurde, hat es dann die Eröffnung der ersten Filiale gegeben. Also die Zeitplanung von Aldi war da recht in Ordnung. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wir haben damals mit unserem YouTube-Kanal die Eröffnung begleitet, beziehungsweise wir waren am Eröffnungstag in der Filiale in Millenara und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass dort ein enormer Zuspruch der Kunden war. Also es gab kaum einen freien Parkplatz, geschweige denn, dass man sich hätte in dem Laden, in der Filiale in Millenara frei bewegen können. Also so viele Menschen auf einem Haufen habe ich noch nicht gesehen. Was natürlich völliger Quatsch ist, weil ich war auch schon mal auf der Kieler Woche und da waren mehr Menschen. Toll, auf der Kieler Woche war der Herr also auch schon. Toll. Ich weiß zwar nicht, was es mit Aldi zu tun hat, aber immerhin. Sag mal, wie ist es denn jetzt? Man hört immer wieder, dass Aldi doch nicht so gut angenommen wird. Leere Parkplätze, leere Filialen. Wie sieht es denn zurzeit aus in den Aldi-Filialen hier auf den Kanarischen Inseln? Ja, da sprichst du eine schwer einzuschätzende Situation an. Auf der einen Seite hat Aldi dort in Millenara eine hypermoderne Filiale aus dem Boden gestampft. Also ich glaube, man kann hier von einem Flex-Store sprechen, mit einer Rolltreppe nach oben unterhalb des Gebäudes, dann eine Garage. Also überdachte Stellplätze sind vorhanden. Im Außenbereich gibt es dort auch einige Parkplätze. Aber, und jetzt kommt's, immer wenn wir bei Aldi in Millenara sind, und das ist bestimmt 1 oder 2 Mal die Woche, sind wir die einzigen Kunden dort. Und die Parkplätze sind alle leer. Von der Infrastruktur her ist es sogar so, dass jetzt dort auch eine Tankstelle von BP gebaut wurde. Die steht auch kurz vor der Fertigstellung. Und insofern haben die Aldi-Kunden oder aber auch die angrenzenden Supermärkte Mercadona und Lidl durchaus noch einen weiteren Vorteil mit der Tankstelle. Aber insgesamt muss man sagen, man kann das schwierig einschätzen. Wir sind sowohl am Wochenende als auch unter der Woche bei Aldi in Millenara gewesen. Und die Situation ist eigentlich immer die gleiche. Wenige bis gar keine Kunden im Laden. In Las Palmas wurde ja kurz nach der Eröffnung in Millenara wurde ja die zweite Filiale gleich kurz danach eröffnet. Wie sieht denn die Situation in der Hauptstadt in Las Palmas aus? Meiner Meinung nach ist die Situation in Las Palmas ganz genau die gleiche wie in Millenara. Auch dort hat man eine modernste Filiale gebaut. In der Nähe des Einkaufszentrums Alisios befindet sich diese Filiale von Aldi. Aber auch dort ist die Situation ähnlich wie in Millenara auch. Die Parkplätze sind relativ leer.
Aldi hat ja nun mittlerweile insgesamt 230 Mitarbeiter auf der Payroll, also 230 Arbeitsplätze sind auf den Kanarischen Inseln mittlerweile entstanden. Spanienweit im Übrigen sind 7200 Menschen beim Aldi-Konzern beschäftigt. Hier auf dem Archipel verteilen sich die 230 Arbeitsplätze auf insgesamt 12 Filialen. Stefan, wie sieht denn die weitere Planung, die weitere Strategie von Aldi aus? Die weitere Planung von Aldi geht ganz klar in eine Richtung: Expansion. In diesem Jahr 4 neue Filialen auf den Kanarischen Inseln, die im Rahmen der Expansion spanienweit eingebunden ist. Spanienweit werden in diesem Jahr 50 neue Filialen gebaut. Die erste Filiale hier auf den Kanarischen Inseln, die in diesem Jahr eröffnet wurde, wurde vor 10, 11, 12 Tagen, ich weiß gar nicht ganz genau, ich meine irgendwann Mitte Mai, vielleicht am 15. Mai, ich glaube schon, dass ich da richtig liege, am 15. Mai auf Teneriffa eröffnet. Und die zweite von den 4 Filialen wird dann hier wieder auf Gran Canaria eröffnet. Ich stehe jetzt genau davor, und zwar hier im Ortsteil Sonnenland befindet sich diese Filiale gleich gegenüber. Hier zur linken Hand haben wir hier die Wohnanlage Palm Oasis. Aber vielleicht werfen wir gleich mal einen Blick drauf, hier auf die Baustelle zu meiner Rechten, wie weit Aldi denn hier schon gekommen ist. Schauen wir gemeinsam hin, was haben wir denn hier zu sehen, was bekommen wir hier an Bildmaterial zusammengeschnitten. Ich stehe natürlich hier vor dem Bauzaun und man kann sehen, die Bodenplatte ist bereits fertiggestellt. Und das wird eine Stahlgerüstkonstruktion werden. Und immer wenn wir hier oben im Sonnenland mal langfahren, hier wird also wirklich fleißig gearbeitet. Die ersten Mauern, die stehen auch schon. Ja, also das geht ratzfatz. Aldi rechnet mit der Eröffnung in einigen Wochen oder Monaten. Das konnte ich noch nicht ganz herausfinden. Aber wenn man den Baufortschritt sich anschaut, dann kann man schon davon ausgehen, dass das nicht mehr allzu lange dauern wird. Wenn ich das schon höre, nicht mehr allzu lange dauern wird. Der Kerl ist nicht mehr in der Lage, einen vernünftigen Fokus zu setzen. Sag mal, wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du mit der Kamera dich mal ein bisschen mehr auseinandersetzen solltest? Du bist entlassen. So. Entschuldigung. Muss ja mal sein. Alter, der Kerl, der kann ja wirklich gar nichts. Deswegen mache ich jetzt den Rest hier mal aus dem Studio. Ich hoffe, er kann es verkraften, dass er ab heute ohne Arbeit dasteht. Die Preispolitik von Aldi ist im Grunde genau die gleiche, die man auch aus Europa, aus Deutschland, mittlerweile ja sogar weltweit kennt. Hohe Qualität bei niedrigen Preisen. Wie will man das bewerkstelligen? Aldi setzt ganz klar auf die Strategie lokale Produkte. Man versucht, einen Großteil der angebotenen Produkte hier aus der Region, zumindest aus der Nähe zu bekommen und dem Kunden somit auch zu zeigen, dass man hier für Frische sorgt und an die einheimische Bevölkerung denkt. In den Filialen auf den Kanarischen Inseln werden insgesamt 450 Produkte angeboten, die aus lokaler Produktion stammen. 20% der gesamten Produktpalette von Aldi ist als regional eingestuft und das ist schon mal ein guter Wert, dass man tatsächlich die Produkte dort auch bezieht, produziert, anbaut, wo sie dann auch verkauft werden. So hat man auch geringere Lieferkosten und kann sich immer darauf verlassen, dass die Ware wirklich 1A frisch ist. Bei Obst und Gemüse hat Aldi mittlerweile hier auf den Kanarischen Inseln 100% lokale Produkte im Angebot. Das ganze Thema heißt dann im Marketing Soy Canario und ihr könnt das in den Aldi-Filialen auch sehr gut erkennen. Die Produkte sind gekennzeichnet mit der kanarischen Flagge und dem Schriftzug Soy Canario. Übersetzt, ich bin ein Canario, also ich stamme von den Kanarischen Inseln. Aldi hat gemeldet, dass sie in diesem Jahr bereits 300 Produkte im Preis so gesenkt haben, dass man damit rechnet, dass man rund 100 Euro im Jahr am Einkauf sparen kann, wenn man zu Aldi geht und die verbilligten Produkte bekommt.
Es bleibt also abzuwarten, wie Aldi sich hier weiterentwickelt. Ich drücke dem Konzern die Daumen. Es ist im Übrigen ja, und das ist eigentlich schon komisch, Aldi Nord hat jetzt die europaweit südlichste Filiale demnächst in ihrem Bestand, nämlich hier in Maspalomas. Politisch gesehen sind wir ja Europa und weiter südlich als in Maspalomas kann man in Europa keine Aldi-Filiale haben. Und das Ganze ist Aldi Nord. Auch irgendwie komisch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, sage recht herzlichen Dank, dass ihr unseren Kanal auf welchem Weg auch immer unterstützt, ob es ein Daumen nach oben ist, ein Abo, die Kanalmitgliedschaft oder auch eure Kommentare, die wir immer mit sehr, sehr viel Aufmerksamkeit lesen und auch jeden Einzelnen beantworten. Wir sagen vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Hasta luego, eine schöne Woche für euch.